Ja, hallo und herzlich willkommen zurück hier auf der Lauchringen. Ja, wie in der letzten Folge schon gesagt, wir wollten ja den ersten Schnitt wieder vom Gras machen, damit wir das zu Silage verwandeln können. Ja, wahrscheinlich wird es am Mittwoch sein, dass wir denn die Silagebein pressen. Ich habe nur gerade herausgefunden, irgendwie, ich habe kein einziges Mähwerk mehr. Ich weiß nicht, wo das hin ist. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also, wir können zusammen nochmal im Shop gucken. Oh. Aber ich meine, hier war nicht ein einziges Mähwerk mehr. Nö. Irgendwie, ja, alles weg. Unser Bandschwader, den brauchen wir ja nachher, aber kein Mähwerk mehr. Naja, dann gucken wir mal wieder rein in den Shop. Denn rein theoretisch, das hätte ja eher was, ne? Wenn wir damit. Ja, wisst ihr was, Leute? Wir nehmen jetzt mal im großen Stile, machen wir Gras heute. Wir mähen jetzt mal mit dem Krone Big M. Einfach in der Standardausführung, ohne viel was zu machen. Da steht er auch. Fahren wir mal hier unseren kleinen weiteren Eimer zur Seite und dann werden wir mal mit dem schön das machen. Das hat doch mal was. Halt. Ich habe kein Geld. Motor aus hier. Ja, damit ist natürlich, ja, das Mähen ein Kinderspiel. So. Schmeißen wir die Kiste auch gleich an. Und wenn wir noch was zum Umschmadern haben, dann können wir das ja immer noch umschmadern. Aber für den ersten Schnitt ist es ja nicht so schlimm. Da können wir hier den großen ruhig nehmen. Fahren wir mal hier hin. So. Naja, wartet. Packen wir das Ding jetzt mal aus. Ich denke jetzt mal einfach mal X. Ich mache mal einmal die Hilfe an, um auch selber einmal zu gucken. Ach, der ist ja auf Englisch. So. Oh, anlaufen tut er schon mal. Runner lassen. Allradlenkung. Ja, lassen wir mal drinnen. Macht er das jetzt gleich zum Schwatt oder nicht? Das ist jetzt die Frage. Naja. Ja, er macht das gleich zum Schwatt. Das ist natürlich super. So. Zettern wir hier mal lang. Naja, das macht natürlich unsere Arbeit noch ein bisschen leichter. Sage ich jetzt mal. Dadurch, dass wir jetzt natürlich alles gleich sozusagen in einem Arbeitsschritt haben, weil wir das ja mit der neuen Kuhnpresse nachher in Silageballen machen wollen. Und diese Silageballen werden alle zur BGA gebracht. Und auch bei der BGA sozusagen verwertet. Weil wir haben noch auf dem Hof genug momentan. Deswegen werden wir erstmal nichts gebrauchen. Von daher kann das alles denn schön in die BGA, dass wir da noch ein bisschen Gülle, beziehungsweise, ach, sag schnell, beziehungsweise, ein bisschen Geld mitmachen können. So. Einmal hier. Machen wir mal hier auch schön vernünftige Spuren. Ja, und nachher den zweiten Schnitt habe ich mir gedacht, nehmen wir noch mal für die Tiere. Da werden wir noch ein bisschen Heu und Grasbein fertig machen. Der erste Schnitt sagt man ja auch so in der Regel ist nicht so das Beste. Deswegen werden wir da auch denn den zweiten Schnitt benutzen für unsere Zwecke. Dann brauchen wir aber auch noch einen Ladewagen, fällt mir mal gerade so ein.
Aber das sollte eigentlich das kleinste Problem nachher sein. Noch Ladewagen hierfür, um das Ganze dann wegzufahren. Ja, eigentlich war auch geplant, dass mir jemand hilft, aber das ist nicht ganz so, hat nicht ganz so geklappt, wie ich das wollte, weil es mir über den Tag über nicht gut ging. Deswegen, ja, heute nochmal alleine. Aber ich sag mal so, wenn wir hier die Krassaktion, glaube ich, machen, dann wird mir bestimmt nochmal einer aus der Community helfen. Wer, wird ihr natürlich dann erst sehen. Das möchte ich euch, möchte ich natürlich jetzt noch nicht vorgreifen, aber ihr werdet schon sehen. So, alles zusammenklappen. Und ab zur nächsten Kurbel. Aber macht doch Spaß mit diesem großen. Hat er hier drin eigentlich? Ne? Ne. Keine Konfigurationsmöglichkeiten. Ne. Nix da. Naja, gut. Muss ja auch nicht überall irgendwo IC-Control oder sowas sein. Also, ich brauche es nicht. So, jetzt möchte ich aber gleich mal einen kleinen Test machen. Mich würde einfach mal was interessieren. Oh, mit Rückwärtskamera. Wow. Mich würde gleich mal interessieren. Ich habe da nämlich gerade gesehen, dass wir auch eine Helferfunktion haben. Oh, passen wir hier rüber? Ja, passen wir. Diese Helferfunktion würde ich aber auch gerne mal ausprobieren. Einfach mal jetzt. Wow, da passt aber gerade eben. Laufen tut sie. Nochmal. Ne. Funktioniert nicht. Funktioniert wahrscheinlich nur auf Feldern. Von daher. Aber ist ja nicht schlimm. Oh, da haben wir einen Baumstoppen vergessen. Hier haben wir ja einen von den großen Pappeln weggenommen. Aber vergessen, einen Stoppen zu fräsen. Naja, ist halt so. So. Naja, die Bäume hier werden auch nochmal alle abgeschnitten, damit wir hier auch noch ein bisschen mehr Platz haben. Und hier hinten unsere schöne Schneise, die wir uns ja reingearbeitet haben, die können wir natürlich jetzt auch schön mit ausmähen. Das war nämlich hier nachher nämlich mein Plan, dass wir hier hinten nochmal eine schöne große Fläche für Gras haben. Auch wenn die Stromleitung hier ein bisschen tief hängt, aber das sollte nicht so schlimm sein. Aber ihr seht, unsere Forstaktion hat richtig gut was gebracht. Wir haben hier richtig schön noch ein Stück Wiese dazu bekommen, was wir natürlich jetzt auch noch mit bearbeiten können. Das ist natürlich super. Ach so, und bevor ich es vergesse, stimmt, ich habe da ja noch was Kleines gefunden auf Wattoaster. Das zeige ich euch jetzt nochmal schnell. Ich fand das auf jeden Fall eine lustige Idee wieder. Machen wir hier mal aus alles. So, dann müssen wir einmal in den Shop nämlich nochmal. Und da habe ich nämlich, wo ist er jetzt? Der war, glaube ich, hier drunter. Ja, hier, ein klein Amazon-Mäher für 5.900 Euro, den wollte ich nochmal kaufen, weil wir wollten ja auch irgendwas für unseren Garten haben, da ist er schon. So, zwar fährt er nicht schnell, aber ich finde das Ding einfach putzig. Das ist natürlich so ein kleiner, schöner Hofmäher, damit wir auch ein bisschen Gras für die Tiere. Ich weiß halt nicht, was der jetzt für ein Ladevolumen hat, aber das können wir ja mal gucken. Steuerung. Einmal ausklappen, oder? Was ist das? Das ist da hinten öffnen. Einfach mal anschalten. Einfach mal gucken. Ja, mähen tut er. Sammeln tut er auch. Boah. Das ist ja hier wie im LS13, glaube ich, war der. So ein kleiner, winziger Mäher, den ich auch immer cool fand. Für die Tiere besonders. Warum machen wir da immer... Oh,
erstmal Sicherheit im Straßenverkehr. Aber du sollst 10 fahren, aber fährst 14, ne? Weiß auch nicht, was du willst, ne? Kleiner Rasenmäher. Aber ich finde das Ding auf jeden Fall klasse. Das hat auf jeden Fall irgendwie so ein bisschen. Das hat auf jeden Fall was. Also, wir haben heute gesehen, den großen und den kleinen. Das wäre ja so eine richtig. Oh, ich habe schon wieder doofe Ideen. Ich habe schon wieder ganz doofe Ideen. Also, mein lieber Fabian Hartmann, ne? Wenn du mir hilfst auf meinem Server, ne? Dieses Gerät, was ich hier gerade fahre, darfst du nachher benutzen zur Grasernte. Schöne Grüße an dich. Also von daher, Fabi, freu dich schon mal auf dein Gerät. Oh Mann, ich bin ja wieder nett heute, aber ich find's cool. So, komm. Brumm, 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 brumm. Braucht ein bisschen lange, aber. Für das Ding jetzt noch so einen kleinen Anhänger, sage ich jetzt mal, den man eigentlich hinterm PKW hängt. Der wäre natürlich jetzt auch klasse. Muss ich mich nochmal auf Modhoster durchgucken, wo nochmal so ein richtig kleiner, schöner Tieflader dafür ist. Der hat dann auf jeden Fall auch nochmal was. So. Und nachher machen wir damit schön unseren Garten, weil der sieht ja auch schon wieder aus wie Kraut und Rüben. Aber jetzt einfach nochmal, um euch zu zeigen, welchen Sinn ich daraus sehe für diesen kleinen hier, zeige ich euch das einmal. Dazu müssen wir nur runter einmal zur Kuhkoppel. Weil dafür habe ich ihn im LS. Ich meine 13 war das, wo der drin war. Im LS 13 gerne benutzt. Einfach um hier diese kleine, ja, sage ich jetzt mal, Futtertrog voll zu machen. Schalten wir erstmal an. So. Um den kleinen Futtertrog auch schön voll zu machen, habe ich mir einfach so immer diesen kleinen Rasenmäher geholt und damit immer das Gras für die Kühe gemacht. Ist natürlich ein bisschen mühsam, klar. Aber ich sag mal so, er hat seinen Sinn und Zweck. Warum ihn nicht nutzen, wenn es ihn gibt? Der hat ja auch ein kleines Ladevolumen. Gucken wir mal jetzt, wie viel der insgesamt ab kann. Und ich sag mal so, man schafft hier schön seine Runden. Man könnte schön die Ecken ausfahren, was ich jetzt okay jetzt nicht mache. Aber gut, er tut seinen Sinn, ne? Und ich sag mal, wir haben noch keine 2000, wir haben noch keine 1400 voll und er hat schon, sag schnell, keine 50% voll. Und er hat noch nicht mal 2000 voll. Also von daher, ich glaube schon, dass diese kleine Maschinchen hier auch so ein bisschen lohnen wird. Wenn da jetzt 4000 reingehen, naja, nicht ganz unwahrscheinlich. Aber einfach mal angenommen, es gehen 3000 auf jeden Fall bestimmt rein. Damit kann man natürlich immer einmal am Tag so eine Little Tour hier von 5, 6 Minuten fahren. Dann hat man natürlich immer den Tagesbedarf der Tiere abgedeckt. Das ist natürlich was. Weil ihr seht, er wird ja, es dauert ja auch ein bisschen, bis er voll ist. Was ich auch gut finde, dass er nicht so ruckzuck voll ist und aber auch nicht übertrieben vom Ladevolumen her. So, fahren wir hier. Oh, kleiner Server-Lag. Oh, mal die Innenraumperspektive. So, zack. Jo, nimm alles mit. Schön. So. 3350 finde ich cool. So, jetzt gucken wir mal, ob das natürlich auch funktioniert hier zum Abkippen. Oh, geht die Plane sogar schon automatisch auf. So, und dann kippen wir das ganze Ding. Oh, das ist doch mal.
Also, ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr den Kleinen findet. Links schicke ich euch mit rein in die Videobeschreibung. Guck mal, so haben wir die Tierchen auch schon voll. Das Ding könnten wir zum Beispiel auch super beim Schafstall benutzen. Also, Link gibt es in die Videobeschreibung. Könnt ihr mal schreiben, was ihr von dem Kleinen haltet. Also, ich finde ihn auf jeden Fall echt, echt cool. Also, damit war es auch für heute. Vielen Dank, dass ihr wieder zugeschaut habt. Ich werde vom Kleinen in den Großen nochmal wechseln, werde hier schon mal ein bisschen weitermachen. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Bis dahin, ciao, ciao, euer Gnomi.